Hey Internet, alles klar, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Medieval 2 Total War. Und das ist erst der zweite Part. Keine Sorge, es ist nichts falsch gelaufen. Ich war im letzten Part, der ging zu Ende, als ich schon auf der Kampagnenkarte war. Allerdings habe ich mir gedacht, da ich da auch noch nichts gemacht habe und ich eigentlich gerne den Berater oder die Beraterin, die Frau mit der lieblichen Stimme hätte, die mir noch erklärte, was hier, wie man startet und die Einleitung praktisch, die die Entwickler dieses Spiels sich gedacht haben, einem zu geben. Da die irgendwie nicht dabei war, dachte ich mir, da jetzt noch nichts passiert ist, mache ich einfach nochmal von dem Bildschirm. Es ist alles geblieben, Frankreich nehmen wir, Beraterstufe erzählt mir alles, sehr schwer, lange Kampagne natürlich. Alle Städte verwalten, CPU-Züge zeigen und ich glaube, ich habe das hier eben verkehrt natürlich gerafft und verrafft natürlich. Und wenn ich hier das nicht aktiviere, dann haben wir Schlachtzeitlimit. Wenn ich es aktiviere, wäre kein Schlachtzeitlimit. Und ich wollte ja mal ein Schlachtzeitlimit drin haben. Von daher eine kleine Korrektur, aber ansonsten bleibt alles beim Alten und wir starten rein, diesmal richtig. Und ich hoffe, es gibt... Das sparen wir uns jetzt. Und ich hoffe, es gibt die kleine Beraterstimme. Auch richtig cool, finde ich, bei diesem Teil, bei Total War... bei Medieval... Total War... Medieval 2, Total War? Komm schon, Frau, erzähl mir was. Nein, sie will nicht mehr. Gib mit nicht. Alles klar, kein Problem. Wir starten rein. Und das ist unsere Kampagnenkarte. Ich nehme an, alle, die zugucken, werden es vermutlich kennen. Für alle, die es noch nicht kennen, es ist wunderschön. Und hier ist unten haben wir die Minimap. Und hier die Weiten Russlands. Hier die Wüsten des Nahen und Mittleren Ostens. Nordafrika und Spanien. Und hier kommen wir nach Europa. Und der italienische Stiefel, die Apenninen-Halbinsel. Die Gebirge sind alle da. Hier die Alpen. Hier, das dürften die Pyrenäen sein. Das hier muss das Massif Central sein, nehme ich an. Und alles klar. Was haben wir denn hier? Unsere Städte sind in blauer Farbe. Und unsere nächste, hier unsere Grenzen sind auch in den jeweiligen Provinzen mit dicker blauer Farbe markiert. Es wird alles schön da gezeigt, Flüsse sind da. Und ich beginne jetzt gleich direkt damit rein und werde meine Organisation hier starten und vorbereiten. Ich habe im letzten Part schon erwähnt, dass ich zwei kleine Änderungen vorgenommen habe. Und zwar, die werden das Spiel noch viel langwieriger machen, vermutlich leider. Also so ungefähr, sagen wir mal. Ich werde mir aber bemühen, irgendwie versuchen, Geschwindigkeit reinzubringen mit der Dauer, mit den fortschreitenden Parts. Und zwar seht ihr hier unten, es gibt hier eine Anzeige. Normalerweise stehen hier unten die Züge unter dieser Sanduhr. Diese Sanduhr ist die Runde beenden, damit würde man seine Runde beenden und den Ablauf der nächsten Runde triggern. Hier unter ist eine Zahl angegeben. Und wir starten, wie wir am Anfang gesehen haben, in dem Auswahlbildschirm der Fraktion im Jahre 1080 nach Christi. Also kurz vor dem ersten Kreuzzug, wenn ich das richtig historisch verstanden habe. Und kurz vor dem ersten Kreuzzug. Und das normalerweise steht ja nur 1 und das ist dann die Runden, ein Rundenzähler, der zählt dann durch. Und man kann das ganz leicht umändern. Wenn da jemand Interesse daran hat, kann ich das auch in den Kommentaren erklären. Das ist ziemlich einfach. Findet man aber auch auf den 100.000 Total War Seiten Frequently Asked Questions und alle Hilfestellungen, die man sich nur vorstellen kann, findet man da. Und das macht man ziemlich einfach in einer Config Campaign Map. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Kann ich nachgucken nochmal. Ist schon was her, dass ich es gemacht habe. Und zwar, als ich das hier wieder neu installiert habe. Und es gibt noch eine Änderung, die ich beigebracht habe. Also erstmal, das ist nur eine ganz kleine Änderung. Ansonsten spiele ich die absolute Vanilla-Version. Diese kleine Änderung hier ist einfach nur eine grafische Darstellung und eine andere Zählweise statt Runden die Jahre tatsächlich. Und die Jahre laufen hier ab im Sinne von, man hat einmal Sommer und dann gibt es das nächste Halbjahr wird da gezeigt und das ist dann Winter. Das werdet ihr sehen, die Kampagnenlandkarte ändert sich, überall ist Schnee, wo denn Schnee liegen kann, in Nordeuropa vor allem. Und eigentlich ist also eine Runde, wenn man sich das richtig mal anguckt, gar nicht ein Jahr, sondern nur ein Halbjahr. Und das kann man auch ändern und zwar, wie viel Zeit vergeht pro Runde und das habe ich auch gemacht. Und es gibt nämlich etwas, das ist was komisch. Normalerweise würde praktisch hier der Zähler fortschreiten und man könnte sich vorstellen, das wäre immer ein Jahr sozusagen, was dann abläuft. Und zumindest wenn man das hier umändert auf normalen Jahreszahlzähler. Allerdings gibt es etwas mit einer Runde, wird auch immer das Alter ein Jahr weiter getriggert. Man hat hier seine Leute. Gucken wir mal als erstes die wichtigste Person vermutlich. Das ist unser König, unser Anführer. Der kann mit in die Schlacht ziehen, der kann Armeen befehligen und ansonsten sitzt er in Städten herum und macht in den Städten alles, was wichtig ist für den Bau und beeinflusst auch die
Stats der Städte wie Einnahmen und öffentliche Ordnung und Wachstum, Bevölkerungswachstum. Die haben also ihre Einflüsse und die haben verschiedene Eigenschaften. Und das Jahr ist auch wichtig, denn die sterben alle. Meistens ist es so um das Alter von 60 herum in diesen Zeiten, im 11. Jahrhundert nach Christi Geburt. Und mit dem normalen Vanilla-Spiel, ohne diese kleinen beiden Änderungen, die ich gemacht habe, würden die mit jeder Runde ein Jahr altern. Allerdings sieht man immer jede Runde neu, einmal Winter- und einmal Sommerlandschaft. Ich habe es jetzt so gemacht, dass es mir das am realistischsten erscheint. Jede Runde ist nur noch ein halbes Jahr. Alle zwei Runden, die ich hier machen werde, jede zweimal, dass ich Runde beenden drücke, also wir wieder an einen Jahresanfang kommen, oder zur selben Zeit ein Jahr später, wird der Mann auch nur ein Jahr gealtert sein. Und das habe ich dadurch geändert, dass die Zeitdauer, die vergeht, wenn man hier einmal auf Runde beenden drückt, nicht mehr ein Jahr beträgt, sondern nur noch ein halbes Jahr. Und deswegen wird auch hier nicht 1080 erscheinen, wenn ich hier gleich 1081 erscheine, wenn ich auf Runde beenden drücke, sondern es wird 1080 da stehen und die Landschaft wird sich im Winter verwandeln. Das heißt, wir spielen jetzt gerade in Sommer 1080 und danach die nächste Runde, Runde 2, wäre Winter 1080. Dann kommt wieder Sommer 1080 und dann müsste hier 41 stehen. Und das werden wir gleich schon mal testen und checken, aber ich bin mir sicher, dass das klappt. Das Spiel, brauche ich dazu viel erklären? Wir gucken mal, was ich dazu erklären werde und wie weit ich erklären werde. Ich habe meine feste Strategie, die ich normalerweise mache, und soll ich dazu was erklären? Wichtig natürlich als erstes, ich werde sämtliche Rebellen, also noch nicht zu einem wirklichen großen Königreich, einer der großen Mächte, der großen Nationen gehörenden Siedlungen, werde ich einnehmen. Es gibt hier Provinzen und jede Provinz ist ungefähr durch eine, das sind die Provinzen hier unten angezeigt, jede Provinz hat einen Hauptort und die gibt der Provinz den Namen und das ist auch das Wichtigste, was man erobern muss. Wenn man diesen Hauptort verliert, da, die sind auch eigentlich nur das einzig Wichtige, da werden auch Gebäude gebaut, die werden auf der Wissen-Fortschritts- und Technik-Fortschrittsskala weitergeskillt. Die sind die wichtigsten und wenn man den verliert, dann verliert man die Provinz sozusagen. Ansonsten gibt es in den Provinzen eigentlich nichts. Die Provinzen sind grafisch dargestellt. Wenn man zum Beispiel mehr in die Landwirtschaft investiert, dann werden hier die Provinzen dargestellt. Der Wald wird gerodet werden und es werden Felder erscheinen. Hier ist überhaupt noch nichts in der Art. Hier ist sehr viel Wald überall in der Mitte. Ja, und so viel erstmal noch ein kleiner Einstieg. Ich war da mal meine Strategie zu erklären. Ich werde als erstes mich darum kümmern, dass ich mein Frankreich zu einer richtigen, geeinten, flächenmäßig abgeschlossenen Nation bringen werde. Dazu werde ich auf jeden Fall mir Metz schnappen. Ich will unbedingt Bern haben. Das ist eigentlich ein Schweiz sozusagen. Aber das werde ich meinem Frankreich einverleiben, schon so schnell wie geht, zu Beginn. Das ist eine der stärksten Rebellenstädte, die es so gibt, glaube ich, momentan. Die haben ungeheuer viele Einheiten, da sind auch schon Armbrustschützen drin und das ist eine richtige Burg und das ist aber auch ein richtiger Gewinn, wenn man diese schnappt. Also das ist einfach so eine Art Nadelöhr durch dieses ganze durch die ganzen Alpen hindurch, in mein Hauptland, in mein Kernland, in mein verwundbares Zentrum. Wenn ich das habe, ist es eine gute Festung gegen Mailand hier unten und gegen das Heilige Römische Reich hier oben. Und nachdem ich also mir das geschnappt habe und Metz auch geschnappt haben werde, diese beiden bilden immer so mein Bollwerk gegenüber das Heilige Römische Reich und das hier hilft mir auch gegen hier unten Mailand, die ein aggressiver, ständig mir auf die Nerven gehender Feind sind. Und die werde ich mir schnappen, Bordeaux werde ich mir schnappen, um hier meine Grenzen zu begradigen. Und dann habe ich hier zwei Festungen nach unten hin, die mich an den Pyrenäen verteidigen, gegen die wilden Spanier und die Portugiesen, die immer von da unten kommen. Und das ist meine Kurzzeitstrategie. Ich werde euch meine Langzeitstrategie auch schon mal einen kleinen Ausblick darauf geben. Ich will so viele Städte in meinem Kernland haben wie möglich. Städte sind das Richtige, was Geld erwirtschaftet. Und Geld ist das verdammt nochmal Wichtigste in dem Spiel, was man haben kann. Denn man wird irgendwann sehen, irgendwann kommt man gut klar mit dem Geld und man denkt sich, hey, alles prima, man kann hier sparen. Es ist gar nicht verkehrt, wenn man spart, bis man 20.000 hat und immer so viel Geld akkumuliert, wie man nur kann. Das ist wirklich ungeheuer wichtig im Spiel, vor allem auf dem Schwierigkeitsgrad sehr schwer. Denn sehr schwer bedeutet, dass alle gegnerischen Fraktionen ständig ihre Meinung über uns verschlechtern werden und die Beziehung zu denen sich ständig verschlechtern wird. Und man kann eigentlich kaum was da machen, indem man einfach nur sich nett gegenüber denen verhält und die angreift. Die werden irgendwann immer feindlich werden, einem gegenüber. Ist okay, nehmen wir mal so als Realität, als Illusion hin, das kann man so verstehen. So ist die Welt halt vielleicht einfach. Alle wollen immer nur die eigenen Besitzungen übernehmen. Selbst wenn ich mich jetzt mit dem Heiligen Römischen Reich, was auch immer eine meiner Anfangsstrategien ist, verbünden werde am Anfang. Das mache ich ein bisschen aus
aus Fantasie, aus Illusion, aus wie ich es gerne hätte. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn das Heilige Römische Reich stark ist und ein Bruder an meiner Seite ist. Und das Frankreich des Mittelalters sollte hier seine Position haben und das Heilige Römische Reich direkt ein Nachbar sein. Die beiden sollten eine gute Beziehung führen. Das wäre wunderschön, wenn die auskommen könnten und sich nicht gegenseitig bekriegen würden. Wird nie der Fall sein. Das Heilige Römische Reich wird mich immer im Laufe der Zeit irgendwann betrügen und angreifen. Aber damit werde ich klarkommen. Ich werde versuchen, das Heilige Römische Reich zu respektieren und wie eine befreundete, eine Alliierte, eine Brudernation ansehen. Das alles irgendwie ein bisschen im Sinne von Karl dem Großen, der irgendwann mal eigentlich von den Franken war und hier das erobert hatte und auch große Teile Deutschlands sich einverleibt hatte. Und wir waren mal eine gemeinsame Nation, bis wir irgendwann anfingen, Krieg gegeneinander zu führen, was in die schlimmsten Kriege ausartete, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Okay, soviel zur Geschichte und dem, was dieses Spiel an unglaublich viel Gedanken zur Geschichte mitbringen kann. Und nur ein kurzer Einblick in die Geschichte. Hier oben gibt es auch noch zwei weitere sehr wichtige Städte, die einfach hervorragende Handelsstädte sind. Ich glaube, das ist einmal Antwerpen und... Oh, ist das Brüssel hier und da Antwerpen da? Nee, das ist Antwerpen hier und das hier ist dann vielleicht... Amsterdam, glaube ich. Ja, die beiden können es sein. Die hätte ich auch immer gerne. Wird schwer, da ich meistens doch... wenigstens 1, 2, 3, 4, 5, bestimmt 5, 6, 7, 8 Runden brauche, bis ich das hier alles begradigt habe. Und bis dahin habe ich noch gar nicht genug Armeen produziert, um hier oben hinzuziehen und mir diese Städte schnell zu besetzen. Und ich habe, wie gesagt, unzählige Male Frankreich gestartet, habe es aber nie nachher die Zeit gehabt und mir gedacht, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen, muss jetzt wieder mal abbrechen. Habe dann wieder mal Bock gehabt und wieder mal gestartet, einfach nur aus Spaß an dem Spiel. Und ich habe so oft erlebt, die Dänen kommen ungeheuer unverhofft von da oben runter und schnappen sich ganz schnell. Ich nehme an, dass es jetzt Amsterdam war. Seltsamerweise kommen die Schotten irgendwann von hier oben runtergefahren, bekriegen sich nicht mit den Engländern, sondern schnappen sich dann hier, werfen sich in die Schlacht um Amsterdam, glaube ich, ist Antwerpen hier. Und sonst spielen die Engländer auch mal mit. Zum Glück sind diese beiden Städte relativ stark und können die ersten KI-Angriffe wirklich auch abwehren meistens. Ich werde versuchen, das ein bisschen auf dem Schirm zu halten, indem ich vielleicht mal einen Diplomaten da oben hinschicke, der uns das ein bisschen aufscoutet. Wir haben hier natürlich im Spiel den Fork of War. Man sieht nur das, wo wirklich Einheiten gerade hin sind oder das Sichtfeld der Städte. Es gibt etwas, was ich massiv benutzen werde, um den Fork of War aufzuklären. Ich werde an meinen Grenzen, das ist auch ein Teil meines Spielstils, überall Wachtürme setzen. Wachtürme kann man bauen, die kosten, glaube ich, 200 Goldstücke oder 100 Goldstücke. Und die können nur gebaut werden von den wirklichen Charakteren, die man hat, vom Führungspersonal, meinen Erben oder meine Generäle, die hier jetzt gerade nicht sind, oder meine Familiennachkommen, um mal einen Blick darauf zu werfen. So sieht das aus. Das ist mein Familienstammbaum. Ich habe momentan den König, seine Gemahlin, oh, die ist 12 Jahre älter, Bertarda de Montfort, 12 Jahre älter als mein König Philipp und ich habe schon zwei Söhne. Mein Nachfolger steht schon fest, das ist Prinz Louis, Alter 21, der hat noch gut, mindestens 40 Jahre zu leben, 40 Runden, also 80 Runden, die ich habe bei meiner Einstellung, 2 Runden, 1 Jahr. Ich habe eine junge, wunderschöne Prinzessin, die sehr attraktiv ist, 5 Herzen sind schon ziemlich viel. Ich glaube, die Skala geht von 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 5, also von 0 bis 10 ginge das theoretisch. Und 5 ist schon echt gut, man kommt ziemlich selten darauf, dass die 10 ist. Die Leute sind, alle Charaktere, die man hat, die ziehen so schnell schlechte Eigenschaften an. Das ist manchmal unglaublich, wie schlecht die Welt ist, einfach hier in Total War. Und ich habe noch 2 weitere Jungs, die darauf nur warten, endlich 16 Jahre und damit volljährig im Sinne des Mittelalters zu werden und endlich auch Kommando- und Befehlsgewalt an sich zu nehmen und mir tatkräftig zur Seite zu stehen im Sinne der Verwaltung von Städten und Führen von Armeen. Und es gibt noch viel mehr, was ich zu meiner Strategie und zu meinem Angang, glaube ich, sagen kann, aber das ist jetzt schon mal ein kleiner Einblick, wie ich das spielen werde. Und wir starten einfach mal mit unseren ersten beiden Zügen. Vielleicht komme ich noch zu etwas, was ich mir vorgenommen habe, was ich im ersten Part auch schon angeklungen habe. Ich möchte dem Let's Play auch immer etwas zeigen. Das werde ich, glaube ich, nicht jede Runde schaffen, da ich manchmal aufnehme und gar keine große Zeit habe zur Vorbereitung. Für diesen Part habe ich mir auf jeden Fall was vorgenommen zur Vorbereitung und ich möchte wieder ein bisschen aufrichten oder auch vielleicht zum ersten Mal explizit für mich lernen und euch auch damit etwas näher bringen und zeigen. Das werden wir am Ende sehen, ich komme da gleich zu. Also wir starten mal einfach schnell mit den ersten Zügen, die ich so habe. Puh, es ist schon was her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß aber, wie ich das immer gemacht habe. Ich möchte Eure Majestät? Eure Majestät. Ich finde auch die Sprachausgabe ist schon schön gemacht. Ich spiele es auf Deutsch. Ich glaube, das ist das Beste erstmal. Also ich mag es eigentlich, Spiele auf Englisch zu spielen. Ich könnte es mir auch vorstellen, die Spiele auf Französisch zu spielen. Allerdings, auf Englisch ist vermutlich das Unverfälschteste. Und man sieht, wie die Entwickler sich das gedacht haben und was die Entwickler für Texte geschrieben haben und was für Geschichten und Hintergründe angegeben worden sind in dem Spiel. Zum Beispiel die ganzen Erklärungstexte zu den Gebäuden und Fortschritten, technischen Fortschritten, die man bauen kann.
die Beschreibung der Einheiten auf Englisch. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da manchmal vielleicht Bedeutungsabweichungen ergeben von den Synchronisationsstudios, von den Bearbeitern, die das ins Deutsche übersetzt haben. Das ist aber egal. Ich nehme das jetzt mal so hin, wie es ist auf Deutsch, und ich glaube, das macht das Ganze doch etwas angenehmer. Dann werde ich euch alles erzählen können und vorlesen können. Ich habe vor, viel vorzulesen der gegebenen Texte, und wir werden uns darüber Gedanken machen. Ich werde mir darüber Gedanken machen und euch zum Diskutieren oder zum Mitdenken einladen einfach. Alles klar, meine Prinzessin, eure Majestät, was haben wir denn? Die war 19 Jahre alt. Und das ist sehr gut, 5 Punkte auf jeden Fall. Eine der hübscheren Damen vom königlichen Hofe, Konstanze, eine Prinzessin. Und die hat Charme, das ist deren Hauptbewertungskategorie, das ist wichtig. Die Prinzessin kann man vor allem für diplomatische Aufgaben einsetzen. Und desto mehr Charme sie hat, glaube ich, desto besser ist sie auch in diplomatischen Verhandlungen. Gefolge kann sie ansammeln, hat sie bisher noch gar nicht. Es gibt das schlimmste Gefolge oder schlimmere Gefolge, ist ein geheimer Liebhaber oder ein Keuschheitsgürtel. Das wird ihren Charme runtersetzen, und das ist ein Spielball des Zufalls in diesem Spiel, glaube ich, was da so kommt. Das sind ihre Fähigkeiten, mit denen sie geboren ist, und die werden auch durch einiges getriggert. Ich will da gar nicht so weit einsteigen. Es gibt ungeheuer viel Erklärungen dazu, und auch bis ins Detail wird es einem nahegelegt, wie man will, auf den Total War Fan- und Wiki-Seiten. Man muss sich nur im Internet ein bisschen durchfuchsen und viel googeln, dann wird man das schon finden. Wie erklären die Entwickler das? Was geben sie ihnen für Eigenschaften mit? Natürlich Verhandlungsführerin ist sie. Dadurch erlangt sie schon 2 von ihren 5 Herzen. Ihre Faszination für die hohe Kunst, anmutige Kontakte zu knüpfen, hat eine geschickte Rednerin aus ihrer Hoheit gemacht. Alles klar, sie ist gut im Kontakte knüpfen auf jeden Fall. Und bewerkstelligt das durch unglaublichen Charme und eine süße Rede. Diplomatische Fähigkeit. Sie hat also auch, ich nehme an, Methodenwissen in Bezug auf die Diplomatie erlangt. Frühe Erfolge auf ihren diplomatischen Missionen legen nahe, dass diese Dame ihr Volk noch oft in der Zukunft vertreten wird. Dadurch erhält sie auch einen Punkt. Wir haben schon 3 Stück, also es muss noch 2 geben. Oh, sie ist eine hübsche Frau. Nichts kann einen Mann so leicht entwaffen wie eine so verstörend schöne Frau. +2 Charme. Alles klar. Wunderbar, dass du da bist, Konstanze. Schön, dass du zur Familie gehörst, eine gute Tochter. Ich möchte, dass du als erstes Kontakt aufnimmst zum Heiligen Römischen Reich. Einen unserer mächtigsten, gefährlichsten Nachbarn im Osten, an unseren Grenzen. Und es ist wichtig für die Zukunft, dass wir ein Bündnis mit denen schmieren. Okay, auf geht's. Sie wird einiges brauchen. In Ordnung. Ich beschleunige das Ganze ein bisschen. Wenn man Space drückt, dann ist die Bewegung... Madame braucht ihre Ruhe. Schnell, wie ihr seht. Die Farben sind, sie wird einen Zug noch brauchen bis hierhin, noch einen zweiten Zug bis da, einen dritten Zug bis da. Ich glaube, hier liegt Staufen. Ich schalte ihr an. Das ist eine Burg, Madame braucht ihre Ruhe. Dem Heiligen Römischen Reich gehört, da werde ich sie hinschicken. So alles ist prima. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, damit ich gleich noch meinen Knowledge-Part, meinen Wissens-Part hier einfügen kann. Wie mache ich es weiter? Und zwar, worauf ich auch immer schiele in meiner Taktik ist, es gibt Städte und es gibt Burgen. Städte bieten einem etwas, was wichtig ist. Städte müssen natürlich auch verteidigt werden, und Städte haben... Das ist der Stadthauptscreen. Der Stadthalter ist mal wichtig. Ich werde, eine meiner Prinzipien, einer meiner selbstgesetzten Vorsätze ist, ich werde immer nur in Städten bauen, wenn ich auch einen Stadthalter drin habe. Alle Stadthalter haben natürlich auch ihren eigenen, das ist König Philipp, und lasst uns ihn mal sehen. Der ist hier unter Streitkräfte. Der hat natürlich seinen eigenen Bildschirm auch. Bereit! Ja, das kann ich, glaube ich, hier dann besser sehen, auf dem Familienbildschirm, wenn ich hier mal draufklicke. Nee, nicht ganz. Es müsste unter Bau sein vielleicht. Rekrutierung. Auch nicht. Werde ich wieder rausfinden, wie ich das schaffe. Ich kann mir auf jeden Fall auch dessen detailliertes Fähigkeit-Bildschirm und Charakter-Bildschirm anschauen. Und hier sehen wir auf jeden Fall die wichtigsten. Er hat Kommando, das ist immer wichtig bei den Anführern für die Armeen. Und die bekommen dadurch Moral, Boni und werden weniger erschöpft und sowas alles. Und man kann schneller Befehle setzen und die hören besser und gehen weniger in die Flucht und sowas. Ritterlichkeit ist auch ziemlich wichtig. Das bringt einem, glaube ich, auch, das bringt den Gegner dann nachher in Sorge. Oder, ja, das macht auch, glaube ich, für Moral, für die eigenen Einheiten. Es gibt 2 Ausprägungen davon von Ritterlichkeit. Entweder man setzt auf Ritterlichkeit, der ist schon gut, 4 Ritterlichkeitspunkte von maximal 10. Und wenn man nicht ritterlich ist, dann wird das aufgefüllt werden mit Furcht. Das ist der Gegenpart, der Antagonist dazu. Und Furcht würde, glaube ich, Moral Mali bei der gegnerischen Armee verursachen in einem Kampf. Autorität, das ist bei dem Anführer als einziges diese Fähigkeit. Sonst steht hier Loyalität. Autorität ist... ob die anderen Hauptcharaktere sich vielleicht leichter kaufen lassen oder nicht, so im Endeffekt, glaube ich. Und wie er wirkt gegenüber anderen Nationen, ob er als guter Herrscher dasteht oder nicht.
Das ist ziemlich kompliziert, werde ich vielleicht mal mehr dazu erklären können, ist aber auch ganz nett. Und Frömmigkeit ist auch immer wichtig, ist wichtig für die Zufriedenheit in einer Stadt, die öffentliche Ordnung. Wenn man einen frömmigen Herrscher hat und man hat in seiner Stadt hier Siedlungsdetails, diese Taste gibt es, wie die Stadt religionsmäßig aufgestellt ist, hauptsächlich katholisch, wir sind in Frankreich natürlich 70%. Wenn die meisten Leute hier frömmig sind und man einen frömmigen Charakter hat, dann sind die Leute auch zufriedener, denke ich, glaube ich, im Endeffekt. Da muss es irgendwas geben, was da auch was triggert. Und was haben wir hier? Die Städte wollte ich erklären. Einnahmen und öffentliche Ordnung. Sieht alles super aus. Die öffentliche Ordnung ist hier zum großen Teil bestimmt, glaube ich, im Endeffekt durch meinen Anführer. Einfachste Stadthalter, seht ihr hier, der macht nur 2% aus. Gut, der Basiswert ist... hier, öffentliche Ordnung. Der Stadthalter macht 20% aus von den 205%. Das ist doch schon ganz gut. Ist doch nicht so viel, wie ich dachte. Nur 10% des Ganzen im Endeffekt. Und was ich mache, ist immer hoher Steuersatz. Ist zwar ein bisschen schade, aber es gibt auch etwas im Spiel, was mich ein bisschen anfixt, ist, wie schnell die Städte wachsen. Man kommt nachher gar nicht mehr hinterher. Ich setze mich darauf, dass die Städte schnell wachsen. Ist ein Teil meines Spielprinzips. Ich werde deswegen auch nie auf die Agrartechniken und Fortschritte gehen. Das werdet ihr im Laufe des Spiels, werde ich vielleicht mal Gelegenheit haben, das zu erklären. Ich gucke jetzt, dass ich doch etwas schneller weitermache und meine ersten Züge ins Rollen bringe. Ich war dabei zu erklären, dass es mir etwas wichtiger scheint. Und zwar... durch die... Ich muss das anders angehen, glaube ich. Eben mal kurz mit Paris drücken. Hier auf Ortschaft. Hier sieht man jetzt die schon gebauten Gebäude. Und eine Stadt hat den Vorteil gegenüber einer Burg, dass man kostenlose Verteidigungseinheiten reinstellen kann. Und das seht ihr hier. Anzahl unterhaltsfreier Einheiten sind 3 Stück. Und da werde ich versuchen, so viel wie möglich zu profitieren. Ich werde meinen Kern dann versuchen, mit Städten auszubilden, weil die einzigen wirklich krassen Handelseinnahmen erreichen können im Vergleich zu Burgen. Und wie gesagt, ich schiele auf Geld, es ist nie verkehrt, so viel wie möglich Geld zu sparen. Und deswegen werde ich einige, was vielleicht komisch erscheint, aber ich werde einige Umgruppierungen vornehmen. Und ich werde das versuchen, in meine Taktik der ersten Angriffszüge, die ich mache, einzubauen. Und zwar möchte ich so viel wie möglich Sperrmiliz sind. Einheiten, die man in den Städten bauen kann, rekrutieren kann, sobald man hier diese Holzmauer hat, gibt es Sperrmiliz. Und das ist aber nicht von der Holzmauer her, sondern von den Kasernen-Bautree sozusagen. Und die Stadt gerade ermöglicht einem auch Stadtmiliz und Sperrmiliz. Und sobald man praktisch eine Einheit bauen kann, ist sie auch fertig zum kostenfreien Unterhalten einer Stadt. Und deswegen werde ich gucken, dass ich meine Sperrmilizen hier schön halte. Wie sieht mein Anfangspunkt aus? Ich werde auf jeden Fall Dijon als nächstes erobern und Metz erobern. Wie gesagt, ich habe vor, Frankreich zu dem zu werden, was man Hexagon nennt. Und das werde ich auch gleich erklären, hoffentlich noch im Anschluss. Oder... Ich glaube, der Part ist jetzt schon wieder so lang. Ich mache jetzt eine Pause. Tut mir leid, ich komme nicht zu allem, was ich zu kommen wollte. Aber das Spiel geht fortlaufend fort. Das wird eine Playlist werden. Meine Let's Plays und Playlists sind dafür gedacht, sie eigentlich binge zu watchen, sozusagen. Das heißt, eigentlich sind meine Parts gar nicht dafür gedacht, mal eben einen Part zu haben. Man denkt sich, hey, ich guck mal jetzt hier Part mal so und sowas und das war's. Eigentlich sind alle meine Let's Plays sind mehr oder weniger aufgebaut, comprehensive zu sein. Das heißt, man soll eine Unterhaltung von vorne bis hinten haben und so müsste man dem leider auch folgen. Deswegen erlaube ich mir hier jetzt einfach einen etwas brüsken Cut zu machen und der Part wird mir sonst zu lang. Ich sage danke fürs Zusehen, wir bleiben hier stehen. Ich habe noch immer nicht geschafft, meinen ersten Zug richtig, die ersten Züge zu machen. Im nächsten Part geht es weiter und ich hoffe, ich werde mit der Zeit in den nächsten Parts auch an der Geschwindigkeit etwas arbeiten, sodass wir reinkommen. Viele Informationen habe ich gegeben. Nächstes Mal gibt es hoffentlich mehr Action. Danke fürs Zusehen, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, ciao, bye!